So, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerin. Schön, dass ihr zum Deep Dive Rework öffentlich-rechtlicher Journalismus in Corona-Zeiten dabei seid. Mein Name ist Andreas Bögner vom Republika-Team. Ich führe jetzt durch diesen Deep Dive und wir freuen uns sehr, dass Patricia Stesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sich die Zeit nimmt für dieses Live-Q&A und eure Fragen beantworten wird. Einen digitalen Applaus und ein herzliches Willkommen. Herzlichen Dank. Ich bin herbeigesprungen. Ich grüße Sie. Schön, dass das klappt. Freut mich. Super. Wir freuen uns auch sehr. Vorab gleich noch ein Hinweis zum Ablauf. Wenn ihr eine Frage habt, hebt bitte die Hand. Ich rufe dann mit dem Namen auf und ihr könnt die Frage stellen. Sobald ihr die Frage gestellt habt, schalten wir euch dann den Ton wieder aus und der oder die nächste kommt an die Reihe. Wer jetzt nicht sprechen möchte, kann die Frage aber auch gern schriftlich in den Chat stellen. Und habt bitte Verständnis dafür, dass wir nicht alle gleich sofort dran nehmen können. Also behaltet eure Frage gerne im Hinterkopf, wenn es mal nicht sofort weitergeht, denn wir machen das quasi nacheinander. Für unsere Teilnehmerinnen auf YouTube, ihr könnt auch Fragen stellen über www.menti.com. Dort bitte den Code 451258 posten und dann können wir diese Fragen auch sehen und an Frau Stesinger übermitteln. Gut, dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. Wir haben noch keine Handmeldung, aber ich habe tatsächlich über Mentimeter die erste Frage schon bekommen. Eine ziemlich wichtige Frage, wie ich finde. In den vergangenen Tagen gab es Angriffe auf Kamerateams von ZDF und ARD. Bewerten Sie das als Einzelfälle oder als Zeichen von wachsender Aggressivität gegenüber Journalistinnen? Das ist, glaube ich, nicht nur meine Bewertung. Wir registrieren überall im Netz, aber auch wirklich auf der Straße, offene und zunehmende Aggressivität gegenüber Vertretern der Presse. Und das ist nicht ein Zeichen jetzt in diesen Corona-Zeiten, sondern das merken wir wirklich schon seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren. Das heißt, das ist für mich ein deutliches Anzeichen dafür, dass wir zum Schutz der Demokratie und ein Teil des Rückgrats dieser Demokratie ist die Pressefreiheit, dass wir da vielleicht noch mehr tun müssen. Das halte ich für extrem wichtig. Das heißt, wir müssen die Pressefreiheit nicht nur erstreiten, immer wieder auch die Räume bewahren, sondern und sie auch immer wieder neu verteidigen. Ungefährdet ist Demokratie nie und wirklich ein ganz großer, ein wichtiger Baustein für die Demokratie ist Pressefreiheit. Von daher, um die Frage richtig zu beantworten, es beunruhigt mich zutiefst und wir müssen da stärker dagegen vorgehen. Damit meine ich nicht nur im Sinne von ausschließlich Polizeimaßnahmen, sondern wir müssen den Menschen auch immer wieder klar machen, was bedeutet es für ein Land wie dieses, dass wir in einem Land leben, das freie Presse hat, wo man sagen kann, was man will, wo man kann senden, was man will. Und das ist etwas wirklich ein großes Gut, was es zu bewahren gilt. Danke. Wichtiges Statement an der Stelle. Ich habe gleich die nächste Frage hier von Mentimeter. Bisschen anderer Natur. Wann wird die tolle Serie MAPA im RBB gesendet? Derzeit ist diese Koproduktion wohl nur kostenpflichtig bei Join zu sehen. So ist es. Sie ist kostenpflichtig bei Join zu sehen. Das tut mir auch leid. Ich kann nur sagen, wir arbeiten an dieser Serie, aber auch an anderen. Wir möchten mehr Serien haben, die kostenfrei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sei es beim RBB oder in einer anderen Sendeanstalt bei der ARD, also ob das der HR oder der SWR oder der WDR oder der NDR ist oder auch beim ZDF zu sehen ist. Je mehr kostenfrei, desto besser. Super, vielen Dank. Ich darf nochmal ermuntern, bitte die Hand heben, wenn ihr eine Frage habt. Dann nehme ich euch sofort dran. Ihr könnt die Frage direkt stellen oder über menti.com mit dem Code 451258 posten. Bisschen schüchtern heute alle hier. Nein, jetzt kommt der Wolfgang Nölke bitte mit seiner Frage. Wolfgang, deine Frage bitte. Ich musste erst die Stummschaltung aufheben. Aber vielleicht haben Sie ein Rezept, wie man denn so überzeugte Demokratiegegner davon überzeugen kann, von der Wichtigkeit der Demokratie. Die wollen ja genau dieses abschaffen. Das ist richtig. Wenn ich das Rezept hätte, wäre ich vermutlich noch an anderer Stelle tätig. Es gibt kein Rezept. Ich glaube, wir können immer wieder nur aufklären, aufklären, aufklären und sagen, guckt euch um in der Welt, guckt dahin, wo es vermeintlich besser ist, wo vielleicht andere Systeme herrschen. Lebt man da wirklich besser? In Systemen, in denen man nicht sagen kann, was man denkt, was man meint, in denen man sich nicht frei versammeln kann, in denen man nicht senden kann, was man möchte, frei von politischem Einfluss und bei den Öffentlich-Rechtlichen auch frei von wirtschaftlichem Einfluss. Das halte ich für ein
großes, großes Gut, über das wir noch mehr reden müssen, noch mehr klar machen müssen, welches Public Value, also welchen Gemeinwert, welches Gemeinwohl wir haben und fördern. Also es gibt keinen Königsweg, sondern der Königsweg heißt in dem Sinn immer wieder reden, 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 klar machen, reden und nochmals deutlich machen, was tun wir und warum tun wir was. Vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage. Ich habe eine weitere Frage von Mentimeter. Und zwar, Sie haben gesagt, dass es dem RBB vielleicht auch ganz gut tut, Dinge neu zu denken. Wie kann man diese Kreativität erhalten? Wie schnell kehrt man auch wieder zu alten Gewohnheiten zurück? Das ist jetzt eine Frage, wenn ich sie richtig verstehe, bezieht die sich auf die Corona-Zeit und das erhöhte Maß an Digitalisierung, was wir hier gerade leben. Wir haben es nicht vorgefunden, wir waren natürlich auch digital unterwegs, aber wir haben innerhalb kürzester Zeit es hingekriegt, und ich habe es auch in dem Gespräch gesagt, 1200 Homeoffice-Arbeitsplätze herzustellen innerhalb weniger Wochen. Das ist viel, das ist etwas ganz Besonderes, und wie man es hinkriegt, dass man das weiter mitnimmt in den Alltag in der postkoronösen Zeit, das müssen wir feststellen, das wissen wir auch noch nicht. Ich habe alle Führungskräfte gebeten, auf ein weißes Blatt Papier neben ihrem Computer aufzuschreiben, was ihnen jeden Tag auf- und einfällt, was bleiben kann aus dieser Zeit. Ich glaube, es bleibt ein gerüttelt Maß an Nachhaltigkeit. Wir werden weniger reisen, weil wir festgestellt haben, dass viele Konferenzen, Seminare, Tagungen vielleicht doch so digital ganz gut laufen, auch mit vielen Teilnehmern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir werden weniger reisen. Wir werden viele Entscheidungen schneller und auch nicht schlechter herstellen können, wenn wir sie digital herbeiführen. Das heißt, es ist auch viel Zeit, die dabei gespart wird. Es fehlt aber auch was, muss man auch sagen. Das heißt, eins zu eins ersetzen kann man ein persönliches Gespräch oder eine persönliche Konferenz mit Anwesenheit nicht, dass man sich mal über den Tisch lehnt und sagt, komm, beweg dich, wir müssen da gemeinsam was hinkriegen. Geht so nicht so einfach digital. Aber da wir uns an viele schon gewöhnt haben, vielleicht geht da auch noch mehr, was so die informelle Kommunikation angeht, was das Lesen und Lernen angeht von, ich sag mal, nonverbaler Kommunikation, da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir sind, habe ich auch in dem Gespräch gesagt, in Wahrheit eine große Lerngemeinschaft. Wir lernen hier jeden Tag was Neues dazu und ich hoffe, dass wir vieles mitnehmen, was sich gut für uns umsetzen lässt. Gut für uns umsetzen lässt sich auch zum Beispiel Technisches, dass wir Co-Moderationen haben. Zwei Menschen moderieren eine Sendung gleichzeitig im Hörfunk. Der eine sitzt zu Hause, der andere steht im Studio. Hätte man nicht für möglich gehalten, noch vor wenigen Wochen. Es geht und es geht auch gut. Dankeschön. Sie haben es gerade schon ein bisschen gestriffen auch. Ich habe ja noch eine Frage, die da vielleicht noch ein bisschen nachhakt. Jahrelang haben Unternehmen über ihre Digitalisierung philosophiert, aber sich bei der Umsetzung schwer getan. Warum braucht es jetzt eine Krise, damit die nötigen Schritte wirklich angegangen werden? Also die Frage ist, ob es eine Krise braucht. Wir haben diese Krise, mit der muss man umgehen. Und jede Krise macht auch kreativ. Jede Krise macht auch kreativ. Das haben wir aus früheren Krisen gelernt und das lernen wir auch aus dieser Krise. Das heißt, wenn man aus einer Krise, die erstmal nichts Gutes ist, auch was Positives mitnehmen kann, ist das erstmal ein schöner Lerneffekt. Ich weiß nicht, ob diese Krise gebraucht wurde. Sie setzt was frei. Ich habe vorhin gesagt, Kreativität, aber eben auch tatsächlich das Hineinspringen, ob man will oder nicht, in vielleicht ein unbekanntes Gewässer. Es hilft, man kriegt was mit. Man lernt was und man merkt, aha, es geht auch anders. Und das ist etwas, wo ich sage, gut so, gut so. Und wenn wir das am Ende mitnehmen, ist es gut gelaufen, würde ich sagen. Aber die Krise ist ja auch noch nicht komplett bewältigt. Das muss man wirklich sagen. Davor warne ich auch immer wieder. Auch wenn wir jetzt Lockerungen haben und die gelten auch für unser Haus, auch wir gehen ein kleines Stück zurück in die Normalität, es ist nicht vorbei. Wir haben keine Remedur, wir haben kein Heilmittel gegen Corona bisher. Und so müssen wir damit umgehen. Wir haben weitere Fragen hier aus dem Internet. Eine Frage wäre, welche Auswirkungen sehen Sie für kleinere Produktionsfirmen und welche Verantwortung tragen Sie dabei? Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema, gerade was kleinere Produktionsfirmen angeht. ARD und ZDF sind die Hauptauftraggeber für Produktionsfirmen generell in unserem Land. Wir haben da eine große Verantwortung für die Kleinen wie für die Großen. Wir haben auch Verabredungen getroffen, Verabredungen, die den Firmen jetzt helfen, auch für die nächsten Monate helfen. Ich könnte diese Verabredungen jetzt wiedergeben. Zum Beispiel zahlen wir 50% von den zusätzlichen Kosten, die Firmen haben, helfen wir ihnen, dass am Ende eine Produktion zustande kommt. Wir sagen auch Produktionen, für die es Verträge gibt, nicht ab, sondern wir sagen, okay, es wird geschoben.
Das heißt, wir canceln nicht, sondern wir verschieben es. Wir bleiben dabei. Wir sind der verlässliche Vertragspartner. Also wir tun da eine Menge. Was wir können, machen wir. Mehr kann man dazu nicht sagen. Kleine und mittlere Produktionsfirmen sind Teil der Kreativität dieses Landes und wir brauchen sie auch. Wir brauchen die Produzenten, die Fernsehproduzenten, die Filmproduzenten. Und das ist mir sehr wichtig, weil der RBB ja auch großen Wert auf sowohl Dokumentarisches, aber auch Fiktionales und Serielles legt. Also wir brauchen diese Firmen, wir brauchen diese Kreativität und wir tun gut daran, das sage ich jetzt für alle Unternehmen, die damit zu tun haben, diese kleinen und mittleren auch gut zu unterstützen und durchzutragen durch diese Krise. Das wird nicht eins zu eins gehen, aber wir machen so viel es geht. Dankeschön. Eine Frage kürzerer Natur. Wie funktioniert bei Ihnen die betriebliche Mitbestimmung? Die funktioniert, das ist vorgegeben, das können wir uns nicht aussuchen. Die funktioniert gut. Wir haben einen guten Personalrat, der ist stark und gut besetzt aus verschiedenen Bereichen. Die sind auch gut vorbereitet, die sind zum guten Teil auch freigestellt dafür, für diese Arbeit. Wir haben regelmäßigen Austausch. Wir haben auch Austausch mit der freien Vertretung, die gibt's extra bei uns, die regelmäßig auch mit mir nicht nur den Kontakt pflegen auf kurzem Dienstweg, sondern mit mir auch regelmäßig zusammensitzen, damit wir deren Anliegen und Belange gut und klug besprechen. Also wir nehmen das sehr ernst, denn ich glaube daran, dass Menschen, die im Zentrum ihrer Leidenschaften arbeiten, auch im Zentrum ihrer Fähigkeiten arbeiten. Und wenn sie dann noch gut unterstützt werden, das Gefühl haben, sie werden gehalten und sie sind sicher, dann glaube ich, funktionieren Menschen auch am besten für das, was es am Ende zu erarbeiten gilt. Dankeschön. Wir haben noch eine Frage von Mentimeter. Wie können öffentlich-rechtliche Rundfunkanbieter den erwähnten Public Value im digitalen Zeitalter konkret umsetzen? Also welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in diesem Kontext? Das ist ein langes Thema. Das ist ein langes Thema. Herausforderung ist ad hoc im Moment folgende. Wir haben lineare Medien. Wir haben den Hörfunk, man macht das Programm an und hört UKW. Wir haben das Fernsehen, wir machen das Fernsehen an und hören und sehen Fernsehen. Lineares. Dann haben wir das Digitale, was neu dazukommt. Es gibt ein schönes Bild von, ist nicht von mir, sondern vom Chef der BBC, Tony Hall, der mal gesagt hat, wir müssen zurzeit zwei Pferde reiten. Das Lineare, das Alte, und das Neue, das Digitale. Beide fressen, das Bild überziehe ich jetzt absichtlich, beide fressen. Das heißt, beides kostet. Und wir müssen uns jetzt sehr klug überlegen, wie viel Geld geben wir noch ins Lineare? Denn noch gucken die Menschen viel Fernsehen und viel Radio, jetzt in der Corona-Zeit einmal mehr. Und wie viel packen wir ins Digitale. Und da muss eindeutig auch beim RBB, aber in der ARD, auch beim ZDF immer noch mehr passieren. Denn da sind die Menschen, die jünger sind, die ganz andere Konsumgewohnheiten haben, wenn es um Medien geht. Also wir müssen viel, viel stärker präsent sein. Ob das Facebook, TikTok oder Insta ist, ist ganz egal. Wir müssen stärker ins Netz. Wir müssen mit unserem Podcast stärker werden. Also da muss noch viel passieren. Aber ich sage auch, die ARD ist da dran. Wir stellen gerade um aufs Digitale. Das Problem ist nur, das gilt für alle Anstalten, wir haben insgesamt weniger Geld zur Verfügung. Und damit haben wir ein Problem, wir können nicht alles auf einmal finanzieren. Das heißt, wir müssen immer sehr klug abwägen, was tun wir hin, das alte Pferd, was packen wir aufs neue. Und wir wissen nicht genau, wann das alte nicht mehr rennfähig ist und das junge Fohlen tatsächlich ein starkes Rennpferd geworden ist. Das heißt, für die nächsten Jahre müssen wir beides finanzieren und beides klug bedenken und für beides auch Mitarbeitende haben. Dankeschön. Wir haben noch eine gute Minute, sage ich mal. Wer jetzt noch schnell die Hand heben möchte, eine schnelle Frage noch an Frau Schlesinger stellen möchte. Wir haben noch einmal kurz den Wolfgang. Wolfgang Nölke, bitte. So, ich muss wieder die Stummschaltung aufgeben. Wie sieht es denn aus mit der Beteiligung von Behinderten, zum Beispiel Hörgeschädigten, die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel haben? Wie beteiligen wir die und gibt es da gerade im digitalen Bereich Ansätze, auch die Texte wirklich komplett zu veröffentlichen? Das ist eine wichtige Frage, Herr Nölke. Der RBB ist innerhalb der ARD zuständig für barrierefreie Kommunikation, also barrierefreies Programm. Das heißt, wir machen speziell hier bei uns sehr viel, was unser Programm im Dritten angeht, was Verschriftlichung angeht. Wir machen das auch zum großen Teil für die ARD. Das heißt, es ist auch ein persönliches Anliegen. Denn ich glaube, wir haben vorhin kurz über Public Value und Zukunft gesprochen. Ich glaube, da müssen wir an alle Menschen denken und alle mitnehmen. Und das ist für uns ein großes, großes Anliegen, dass wir mehr und mehr
tatsächlich barrierefrei haben an guten, an klugen Inhalten. Wir können nicht alles, also wir haben wirklich nicht 100%, das ist schade, aber den Großteil des Programmes, vor allem des Abendprogrammes, haben wir inzwischen barrierefrei zugänglich und das ist wichtig und das soll auch so bleiben. Wunderbar, dann vielen Dank schon mal. Wir sind leider am Ende der Zeit. Vielen Dank an Frau Schlesinger, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, war schnell, ne? Ging ganz schnell rum. Vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben. Und wenn ihr euch noch weiter austauschen wollt, dann könnt ihr das gern tun bei uns im Hof. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Republika noch. Ich vermisse Sie ein bisschen. Ich freue mich aufs nächste Jahr, wo es hoffentlich wieder ordentlich geht. Das hoffen wir alle. Ja, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Genau, ich sage noch meinen Abschlusstext kurz auf. Wenn ihr euch weiter austauschen wollt, könnt ihr gerne in den Hof gehen. Da gibt es die Möglichkeit, direkt in Kontakt miteinander zu treten. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag bei Republika TV im digitalen Exil und die ganzen Infos zum weiteren Programm findet ihr direkt auf der Website re-publika.tv. Hier geht es jetzt gleich weiter in circa 20 Minuten mit dem Deep Dive Rework Neuausrichtung für Freelancer in Krisenzeiten mit Juliana Danner von On & Offer. Und bis dahin, viel Spaß.